als Person, die nicht der Mehrheitsgesellschaft angehört, hat man immer das Gefühl, man muss 10-mal mehr leisten als alle anderen, um überhaupt ansatzweise genauso weit zu kommen. Als ich ein Stipendium hatte, Jura und BWL zu studieren und nach 3 Wochen nach Hause gekommen bin und gesagt habe, I want to become a rapper. Ich will Rapper sein, das finde ich total nachvollziehbar. Hab ich auch gedacht. Und das ist was typisch Deutsches, dass es nicht wackeln soll. Es muss wackeln. Also ich bin davon überzeugt, dass es wackeln muss, damit wir uns verändern. Challenge the default. Wir wollen, das war schon immer so, oder wir haben das schon immer so gemacht, einmal kritisch anschauen. Es ist wichtig, Normen zu hinterfragen. Für uns persönlich und für uns als Gesellschaft. Und deshalb haben wir Menschen eingeladen, die genau das immer und immer wieder tun. Die inspirieren, und zwar in ganz unterschiedlichen Bereichen. Das sind unsere Challenge the Default Voices. Die Frage geht an euch alle. Was war so ein Moment, an dem ihr vielleicht gemerkt habt, ich kann nicht mehr so dieser Norm hinterherrennen und ich muss da ausbrechen und dem folgen, was in mir ist? Als ich damals ein Stipendium hatte, Jura und BWL zu studieren und nach 3 Wochen nach Hause gekommen bin und gesagt habe, I want to become a rapper. Das war, glaube ich, so das erste Mal. Und danach, als ich mich aus meinem Plattenvertrag damals bei einem Major-Label rausgekauft habe und die Rechte zurückgekauft habe und seitdem independent bin. Danach war eigentlich noch mehr Chaos als davor. Tatsächlich ist das Leben immer Chaos und immer wackelig. Das sind mal, ist das Chaos weiter entfernt von einem selbst, mal ist das Chaos direkt zu Hause oder auch im Kopf, in der Seele. Ich glaube, das Wichtige ist aber, dass man für sich selbst so ein bisschen einen Purpose findet. Du versuchst, Kontrolle auszuüben, aber Dinge, die dich grounden und dich erden. Und dann kann eigentlich fast alles Mögliche passieren. Also ich finde, nach Hause zu kommen nach einem harten Tag und denken, ich will Rapper sein, das finde ich total nachvollziehbar. Habe ich auch gedacht. Aber bei mir war es eher so, dass ich dachte, ich wollte schon immer irgendwie anders sein. Ich wollte schon als Kind Modedesignerin werden und die Freundin meiner Mutter hat immer gesagt, das wollen alle kleine Mädchen und das hat mich so wütend gemacht und das hat mir so eine Driving Force irgendwie gegeben. Das heißt, ich will das und ich möchte nicht der Norm entsprechen. Du sagst gerade, du wolltest anders sein. Bei mir ist das so witzig, weil ich hatte immer das Gefühl, ich bin ganz normal, habe aber gemerkt, dass ich gar nicht die Erfahrung gemacht habe, dass die Norm mich so wahrnimmt. Und ich fand es toll, mit Puppen zu spielen und das war für mich total normal. Aber alle anderen Leute, Erwachsene, andere Kinder, haben mir das Gefühl gegeben, das ist nicht in Ordnung, wenn ein Junge das machen möchte. Und seitdem ich 4 bin, stelle ich mir die Frage, was ist mir wichtiger im Leben? Meinen eigenen Weg zu gehen und dafür auch in Kauf zu nehmen, dass andere Leute einen komisch oder merkwürdig finden? Oder den Weg zu gehen, den die Gesellschaft für einen vorgesehen hat und dafür aber auch ein großes Stück Glück opfern? Aber ich habe mit 4 zum Beispiel noch so kleine manipulierende Tricks gespielt. Also, dass ich zum Beispiel mit 4 Jungs gesagt habe, wir spielen ein Spiel, alle bringen ihr Lieblingsspielzeug zum Einsatz und die Person, die verliert, muss mit der ungeliebten Barbie-Puppe spielen. Und ich habe dann jede Runde absichtlich verloren und alle haben sich gefreut, weil sie mit ihrem Lieblingsspielzeug spielen konnten und ich war dann so, ach Mensch, ich muss schon wieder mit der Barbie-Puppe spielen, das finde ich total doof. Und habe die Rolle des Verlierers eingenommen, um eigentlich das zu bekommen, was für alle total normal und selbstverständlich war, nämlich das Recht, sie selbst zu sein. Bei mir war es genau das Gegenteil. Ich wollte nie anders sein. Ich wollte normal sein. Aber ich wurde anders gelesen, weil ich nicht zur Normalität dazugehörte. Und ich glaube, dass das heute eine unserer wichtigsten Eigenschaften ist, dass wir uns von innen und von außen sehen können. Und wenn ich mich zum Beispiel daran erinnere, wie ich auch aufgewachsen bin, ich komme aus einer Großfamilie, wir sind 11 Kinder zu Hause. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ganz lange das Problem hatte, dass ich mich eher dafür geschämt habe, wer ich bin. Mhm. Und dass ich mich heute dafür schäme, dass ich mich dafür geschämt habe. Dass ich aus einer Minderheit in der Minderheit komme und dass ich nie zu einer Mehrheit gehörte. Und der Völkermord an meiner Religionsgemeinschaft 2014 war mein life-changing Moment. Und eigentlich ging es ja nur darum, normal zu sein, um akzeptiert zu werden. Weil die große Angst, die wir immer hatten, war, wenn du nicht normal bist, dann läufst du Gefahr. Und ich glaube, diese Eigentreue, die entsteht durch Reibung. Und ich bin total dankbar, auch wie du das beschreibst mit den Puppen. Das war ja ein Teil deiner Identität. Aber du hast als Kind schon gespürt,
dass du was erfinden musst, damit du diese Identität weiterleben kannst. Ich glaube, der Mensch ist gebaut für ein soziales Wesen. Und plötzlich erkennt man, dass man anders ist und man Dinge anders machen muss. Das fühlt sich einsam an. Wo ist denn jetzt meine Community? Also im Technologiebereich sind ja ganz viele Sachen voreingestellt. Set to default. Und davon ist man zum Teil gar nicht bewusst, was da alles gerade passiert. Und bestimmte Konzerne haben sich da sehr stark sehr viele Vorteile mit verschafft. Aber das sorgt auch für uns, dass wir sozusagen in einem Default, in einem Standard landen, den wir vielleicht gar nicht so transparent wahrnehmen. Und Mozilla steht immer für ein Community-Produkt, das heißt, gemeinschaftlich das Internet zu verbessern. Ich wollte immer Architekt sein und ich wollte immer meine eigene Firma haben. Und das war dann für mich in einem Land, wo ich noch die Sprache nicht kannte. Ich komme aus Dänemark und ich habe erst hier in Deutschland Deutsch gelernt vor 15 Jahren. Aber plötzlich habe ich so ein bisschen unerwartet in meinem Leben mich selber in Berlin gefunden mit einer neu gegründeten Firma und ich bin aufgewachsen und war, oh, was mache ich hier? Und ich lebe gefühlt das Leben jemand anderen. Und plötzlich habe ich was komplett anders gemacht und das war eigentlich eine der besten Zeiten in meinem Leben. Also komplette Unsicherheit, aber trotzdem zu wissen, das ist ein Point of No Return. Jetzt würde ich nicht mehr meine Firma zumachen und mich für einen Job bewerben irgendwo anders. Das würde ich nicht mehr machen. Man braucht diesen Druck und daher kommt sehr viel Kreativität. Ich glaube, dass wir alle hier am Tisch eben bereit sind, etwas größere Sicherheit aufzugeben. Und mein Mantra ist deshalb auch geworden, everything you want is on the other side of fear. Angst kann auch ein sehr großer Motor sein, eben etwas anderes zu erreichen. Weil wenn man immer nur in dem safen Hafen schwimmt, also mir wird da auch einfach langweilig und ich challenge auch mich immer wieder, weil ich weiß, wenn ich den Schritt weitergehe und hinter die Angst gucke, auch wenn es ganz doll wehtut, man weiß irgendwie dahinter, kommt was Schönes irgendwie. Ja. Ich glaube, man hat manchmal gar nicht die Wahl. Aber wenn man wirklich schon das Gefühl hat, ich kann nur diesen einen Weg gehen, es gibt keinen Plan B. Am Ende des Tages steht die Entscheidung schon vorher fest. Mhm. Und das ist was typisch Deutsches, dass es nicht wackeln soll. Es muss wackeln. Also ich bin davon überzeugt, dass es wackeln muss, damit wir uns verändern. Und damit wir uns transformieren, damit wir auch, was Menschlichkeitsstufen angeht, funktionieren. Und das ist das, was wir gegenwärtig merken, wie verwöhnt Europa ist, wie friedensverwöhnt, zum Glück. Ich merke aber bei Menschen mit Fluchthintergrund, wo es immer gewackelt hat, die haben eine ganz andere Resilienz. Was ist das Schwerste, wenn man wirklich für sich einsteht? Was ist das, was am meisten wehtut? Die Erkenntnis, dass es kein Ende gibt. Also manchmal steht man vor so einem Berg und denkt sich, wenn ich da hinkomme, wenn ich an den Gipfel komme, dann habe ich es geschafft. Da oben wird mein Leben leichter. Und dann arbeitet man so viel, gibt mehr, als man dachte, dass man in sich hat und landet bei dem Gipfel, nur um zu erkennen, boah, das war ja gar nicht der Gipfel, das war eigentlich nur ein Felsvorsprung und dahinter ist nochmal ein Berg. Und egal, wie oft man an diesen Punkt kommt, merkt man, dahinter ist immer noch eine Hürde, die man vorher nicht wahrgenommen hat. Im Buddhismus gibt es den Begriff Samsara. Essentiell, das Leben ist Leid. Was nicht bedeutet, oh, alles ist scheiße und man ist immer am Leiden, aber du hast ja immer irgendein Want. Mal hast du mehr Hunger, mal hast du weniger Hunger, mal bist du müde. Also es gibt immer irgendwas, das du willst. Und es geht, glaube ich, sehr viel im Leben darum, damit klarzukommen, that you will always have a desire, aber dass du verstehst, woher das Desire kommt. Und wenn du das herausfinden kannst und das herangehen kannst, dann kannst du dein Leid immer weiter eingrenzen und immer besser damit klarkommen. Jetzt ist das eine zu sagen, ich gehe immer durch diesen Schmerz und ich gehe noch diesen Berg höher. Und das andere aber auch nochmal diese Ebene drüber, wenn man sagt, ich scheiß auf diese Norm. Ich scheiß auf vielleicht auch darauf, was gerade Trend ist, was ich machen muss, um erfolgreich zu sein. Ja, also tatsächlich hatte ich jahrelang das Gefühl, nicht wirklich dazu zu gehören oder keine richtige Designerin zu sein, weil man es eben nicht so macht. So als Designer folgt man Trends oder man kreiert Trends und das habe ich sehr früh gemerkt, dass ich an Trends überhaupt kein Interesse habe. Mir ging es um Ausdruck meiner selbst, um irgendwie zu kreieren. Und ich habe zum Schwarz gefunden, weil ich wusste, ich brauche einen Schutzmantel für mich selber. Also ich kreiere eigentlich Mode, um Schutzräume zu schaffen für Menschen. Und war selber in der Situation, dass ich dachte, so als Frau in dem Metier und weiß nicht, ich muss mich irgendwie stärker machen und habe gemerkt, dass eben die Farbe Schwarz mich wachsen lässt und mir diesen Schutzraum bietet und mich stärker erscheinen lässt und gebe es jetzt eben gerne an andere Leute weiter.
eine der Hauptdinge, die mir geholfen hat, mich stärker zu finden, war es, mich vor allem sehr viel mit mir selbst auseinanderzusetzen, weil ich einfach ein Mensch bin, der sehr, sehr selbstkritisch ist. Und wenn ich es schaffe, ehrlich mit mir selbst zu sein, dann habe ich schon alles gefaced, was jemals irgendjemand draußen outpointen könnte. Das, was du machst, ist gar nichts so gegen das, was ich mir schon selber sozusagen angetan habe. Ja, mir kommt das sehr bekannt vor. Und in einer Großfamilie groß zu werden, heißt auch, dass man ganz viel gespiegelt und bewertet wird, ohne dass man danach fragt übrigens. Das ist manchmal sehr anstrengend, aber alles, was du tust, wird bewertet. Und da habe ich immer das Gefühl, dass wir mit all den Stimmen, vor allem den kritischen, auch so wie du das beschreibst, wir durchlaufen bei allem, was wir sagen, die Worst-Case-Szenarien und bleiben uns trotzdem treu. Leider muss man das heutzutage, wo wir in Zeiten von Cancel Culture leben und diese digitale Tötungsabsicht ja auch ganz harte Konsequenzen hat. Aber ich glaube trotzdem, dass wir keine Angst davor haben dürfen, in den Dialog zu gehen und Position zu beziehen, was auch immer das kosten möge. Und eine meiner wichtigsten Erfahrungen, die ich teilbar machen will mit der Community, ist, dass dann, wenn es wirklich um was geht, wenn es wirklich relevant ist, wenn es wichtig wird, kriegst du den meisten Widerstand. Und ich glaube, wir müssen auch ein Gefühl dafür herstellen, sensibilisieren, dass ja auch was in uns stirbt, wenn wir es lassen. Ich habe ja ein großes Verständnis dafür, dass alle sagen, so, ich kann das nicht mehr ertragen, gerade bei Social Media. Aber was würdet ihr denen mitgeben, diese Angst loszulassen? Ich glaube, genau das, was du gerade gesagt hast, dass die andere Option, den Schritt nicht zu machen, auch nicht unbedingt für Sicherheit sorgt. Mir schreiben oft Menschen, die noch vor der Herausforderung stehen, ihr Coming-out zu haben und nicht wissen, ob sie das mit ihren Mitmenschen teilen wollen. Und die andere Wahl ist ja, dass du dich versteckst und verheimlichst, wer du bist. Und das ist ja auch kein schönes Leben. Also selbst wenn dein Coming-out bedeutet, dass du dich für einen Moment gegen die Gesellschaft stellst und vielleicht auch gegen die Menschen stellst, die in deinem Umfeld sind, heißt das ja nicht, dass die andere Option dir ein sicheres Leben bietet, in dem du selbst sein kannst. Und du musst dich immer fragen, was dir wichtiger ist. Willst du irgendwann mal das Gefühl verspüren, richtig glücklich zu sein, weil du selbst sein kannst? Oder bist du bereit, Nein dazu zu sagen und dafür immer nur okay zu sein? Ich bin sozusagen keine Kriegsberichterstatterin geworden, weil ich so mutig war, sondern weil ich es werden musste. Aber ich kenne das Gefühl, wenn sich Angst bleiernd über dich legt, dich müde und mürbe macht und du eigentlich nicht mehr hochkommst und dich die Angst zurück ins Kissen drückt. Aber meine Lehre aus diesen Erfahrungen ist, dass in dem Moment, wo wir ins Handeln kommen, die Angst, und das ist das ganz Besondere daran, auf einmal verschwindet. Die Angst entsteht dann, wenn du nicht tätig wirst. Dann wird die noch größer. Und ich glaube, dass man das auch gesellschaftlich lernen kann, vorleben kann und dass das Aufgaben sind in Zukunft, die wir auch vermitteln müssen. Also ich kann da total mit relaten, wenn ich irgendwie nichts zu tun habe und dann kommt man in diese Spirale von, okay, macht ja sowieso alles keinen Sinn und dann hängt man nur da und hat keine Power. Der erste Schritt, egal wie klein dieser Schritt ist, so allein schon dieses auf dem Bett aufstehen und das Bett machen. Und niemand sagt, du musst morgen den Mount Everest climben, so fang mit den kleinen Schritten an. Ich glaube, Lethargie ist unser größter Feind. Das würde ich, glaube ich, jungen Leuten raten, wenn man eben an diesem Punkt unten ist, sich zu bewegen, raus, weil schon passiert was im Kopf und es ist nicht mehr ganz so schlimm. Und man fällt da so leicht irgendwie rein in diesen Sumpf und denkt, man ist nicht mehr handlungsfähig. Aber das stimmt halt eigentlich nicht. Andererseits ist es natürlich schon so, dass wenn man dann liegen bleibt, dass es ja auch Gründe dafür gibt und es sich immer einfach anhört. Und ich glaube auch, dass wir in so einer Gesellschaft leben, wo es nicht darum gehen muss, dass man leisten muss, um stattzufinden, wirksam zu sein, sondern dass es ja auch um diese Pausen geht, aber frei von schlechtem Gewissen und dass einen da halt keiner rausholt. In dieser Leistungsgesellschaft, ich glaube, dass die sehr viel Druck ausübt, gerade auch auf junge Menschen. Ich möchte einfach auch German-Mittelmäßigkeit leben dürfen, ohne das Gefühl zu haben, ich werde nicht akzeptiert. Und da ist schon was dran. Und das ist ja auch vor allem ein Unterschied, wenn dieser Druck von außen kommt, zu sagen, ich mache jetzt alles aus so einem Egoismus heraus, ja, ich muss das jetzt so durchsetzen. Oder ob man, wie ihr alle, etwas aus einem eigenen, individuellen Handeln macht und dadurch aber vielleicht auch eine Vorbildfunktion für ein Kollektiv sein kann. Kannst du selbst sehen, dass du Vorbild bist? Ja, und das merke ich darin, wie ich kritisiert werde. Also das heißt, ich enttäusche ja permanent, weil in dem Moment, wo wir zur Projektionsfläche werden, können wir nichts mehr richtig machen. Wir sind ja keine Heiligen. Und es ist ganz wichtig, selber dieses Bild auch immer wieder zu challengen, zu hinterfragen, damit das, was man an den Kopf geknallt bekommt, dich nicht verletzt. Und trotzdem gehe ich gerne in diese Verantwortung und stelle mich sozusagen auch diesem Gegenwind, weil für jeden Einzelnen da draußen, der damit was anfangen kann, ist mir lieber als diejenigen, die das eh alles falsch finden. Und das ist ja auch das, was wir gemeinsam haben, dass wir was tun
und damit auch in eine Hörbarkeit und Sichtbarkeit gehen. Und damit setzen wir uns auch einem Risiko aus. Und ich glaube, dass das der Grund ist, warum ganz viele Menschen, die hochtalentiert sind, diesen letzten Meter nicht gehen, weil sie Angst haben vor der Bewertung von außen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, es macht was mit einem. Und deswegen glaube ich, wir müssen die Räume besetzen, weil wenn wir das nicht tun, dann machen es andere. Als Person, die nicht der Mehrheitsgesellschaft angehört, hat man immer das Gefühl, man muss 10-mal mehr leisten als alle anderen, um überhaupt ansatzweise genauso weit zu kommen. Und wenn man dann plötzlich zum ersten Mal Menschen um einen herum hat, die zum Beispiel in meinem Fall die queere Community, die man dann um sich hat, man ist nicht mehr der einzige Schwule auf dem Land, sondern ist in der Großstadt umgeben von ganz vielen Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie du selber, dann musst du nicht immer der Beste sein. Dann kannst du dich auch einfach mal kurz fallen lassen und anderen Leuten zugucken, was lernen, dich inspirieren lassen. Und ich finde, das ist, deshalb sind Safe Spaces, glaube ich, auch für jeden so wichtig, weil das die Orte sind, in denen man Inspiration sammelt, um selber auch wieder Dinge zu tun, dann ist das, setzt das unglaublich viel Schönes in dir frei, wenn du Menschen um dich herum hast, die was Ähnliches beizutragen haben. Bei ganz vielen Dingen, die ich mache, frage ich mich immer selbst, was hätte ich als 16-jähriger Kelvin gerne gesehen, gehört, gemacht, gebraucht? Und gerade in meinem Fall, wenn du auf Tour gehst, und dann lernst du die Menschen kennen und du siehst, welche Songs singen die, welche Songs wünschen die sich. Beim Meet and Greet erzählen die dir, oh, das hat, ne, you saved my life, you changed my life. Da muss man aber auch aufpassen, dass man nicht zu sehr in dieses Schwarmdenken von der Community eintaucht und nur noch Dinge tut, weil man weiß, das ist, was meine Community, die Gleichgesinnten, andere Künstler, meine Fans von mir erwarten. Es geht darum, dass wenn ich auf meine Intuition höre, statt mit meinem Kopf und meinem Social Brain und sowas zu denken, sondern truly my intuition folge und dadurch auch manchmal Dinge tue, die für andere Menschen super irrational sind, ich aber weiß, das hat sich für mich in diesem Moment richtig angefühlt, dann wird das seinen Grund und seinen Sinn haben. Im Fernsehen stattzufinden und sich ganz bewusst auch einem Publikum aussetzen, wo du weißt, das sind nicht nur deine Fans. Das sind Menschen, die sofort ein Urteil bilden und auch gar keine Scheu haben, dieses Urteil mit dir und der Welt zu teilen, sich außerhalb dieser Komfortzone zu begegnen. Das bedeutet für mich auch, einen Safe Space zu schaffen für Menschen, die den Fernseher einschalten und sagen, boah, da ist jemand, der hat keine Angst davor, sich auch vor einem Publikum zu präsentieren, die ihm das Leben schwer machen und der zieht sein Ding trotzdem durch. Das heißt, ich kann meinen eigenen Weg vielleicht auch gehen. Und wenn man in die Position kommt, dass Menschen einen als Vorbild sehen, dann legt man sich selber ganz oft die Aufgabe auf, perfekt zu sein und alles richtig machen zu wollen, weil man ja auch permanent den Preis dafür bezahlt, wenn man mal was nicht richtig macht. Und ich glaube, man wird am Ende des Tages nur ein Vorbild, wenn man ein Mensch ist, mit dem sich andere Leute identifizieren können. Und dazu gehört auch, menschlich zu sein, Fehler zuzulassen, Schwächen einzugestehen und eben nicht perfekt zu sein. Und wenn wir wegkommen von diesem Perfektionismus, aber hin mehr zum Menschlichen, wie aus eurer Warte heraus können wir es damit vielleicht auch schaffen, das Internet zu einem besseren Ort zu machen? Menschen accountable halten für die Dinge, die sie tun. Menschen denken, das Internet ist ein rechtsfreier Raum, wie ein Videospiel, das man jeden Tag selber programmieren kann. Aber am anderen Ende von so einem Profil sitzt ein Mensch, der Gefühle hat. Und wenn du keine Rücksicht auf diese Gefühle nimmst, dann kann das Konsequenzen haben. Die Menschen, die mir homophobe Dinge im Internet schreiben, die denken nicht über sich selbst, dass sie der Bösewicht sind. Die denken, dass sie der Gesellschaft einen Gefallen tun, dass sie im Recht sind, dass sie die Guten sind. Und erst wenn ein Richter vor ihnen steht und ihnen sagt so, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht erlaubt, verstehen sie, okay, das ist vielleicht meine Meinung, aber ich darf zumindest nicht so mit Menschen umgehen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man Leuten wieder beibringt, wie man Meinungen, Kritik formuliert. Ich glaube, da haben wir auch sehr viel über uns ergehen lassen in den letzten Jahren. So nach dem Motto, ja, ist Berufsrisiko, gehört dazu, ist es aber nicht. Und ich mache das genauso wie du mittlerweile, dass ich das auch weiterleite an Polizei, an Staatsschutz, weil da teilweise so grausame Sachen dabei sind. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Früher habe ich das nicht gemacht, mittlerweile mache ich es teilbar, um auch zu zeigen, was los ist. Und gleichzeitig versuche ich immer darauf zu achten, dass es auch ganz viele positive Elemente gibt. Und die gibt es ja de facto. Und das ist sozusagen eine Plattform, die wir nutzen als Schallverstärker. Ich glaube schon,
dass Internetkonzerne auch eine Verantwortung haben in Zeiten wie diesen, dass beispielsweise auch Hassprediger, wie beispielsweise bei den IS-Mörderbanden, die ja das Tool der Digitalisierung ganz bewusst eingesetzt haben, damit diese Videos rumgehen, damit sie die Leute aufhetzen. Aus Worten werden Taten. Deswegen würde ich total gerne auch das nochmal hervorheben. Also wie schaffen wir es wirklich, einen positiven Raum auch zu kreieren im Internet? Ich sehe auf alle Fälle und merke, wir gehen anders um mit einem Shitstorm zum Beispiel, wenn das sich aufbaut. Also jetzt glaube ich, ist es nicht mehr so, dass wir sofort da einsteigt und denkt, das ist wahr. Also der Diskurs wird nicht so schnell gewonnen mehr als früher. Ich glaube, wir haben alle gelernt, das zu filtrieren. Und mehr Informationen sammeln, bevor man sich eine Meinung bildet. Das heißt, die Pubertät vorbei und dann kommt das nächste Kapitel. Wir müssen als Gesellschaft im Diskurs miteinander, vor allem auch im echten Leben, näher aneinander rücken. Und dann, glaube ich, wird das auch im Internet passieren. Und mittlerweile, glaube ich, fliehen sehr, sehr viele Menschen vor dem Internet, weil it is too much. Unrechtsregime und Täter profitieren von jeder Geschichte, die nicht erzählt wird, ihrer Menschenrechtsverletzungen. Und jede Geschichte, die wir aufdenken, ist ein Ja für Menschlichkeit, für den Menschlichkeitsmuskel. Und da haben wir viel zu tun. Und es geht wirklich darum, diesen Menschenrechtsmuskel online und offline zu trainieren und vorzuleben und zu challengen. Ich glaube, ein großes Thema im Internet sind Algorithmen. Viele Menschen, die einer marginalisierten Menschengruppe angehören, werden auf Social Media gar nicht ausgespielt. Und oft erklärt man das so, dass man sagt, die Plattformen wollen Hate minimieren, indem sie zum Beispiel Menschen, die viel Hate provozieren, gar nicht ausspielen. Das bedeutet aber, dass Menschen, die eine andere Hautfarbe als weiß, nicht mehr ausgespielt werden. Das bedeutet, dass queere Persönlichkeiten nicht mehr ausgespielt werden, weil sich unter denen ihren Beiträgen oft Hate-Kommentare sammeln. Das stärkt aber eigentlich nur die falsche Seite und die Menschen, die eigentlich gehört und gesehen werden sollten, werden dadurch immer kleiner gehalten. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass das Thema Algorithmen mehr für Menschen arbeitet als gegen sie. Ich würde mir wünschen, dass das Internet wieder dahin geht, wozu es mal gemacht wurde, nämlich auch Schönheit zu verbreiten oder Kreativität. Und deswegen mache ich meinen Job, weil ich einfach Schönheit will in meinem Leben und in unser aller Leben und das irgendwie zu teilen. Und wenn jetzt schon das normale Default ist sozusagen ein Shitstorm, dann müssen wir irgendwie versuchen, dass das Gegenteil. Also man macht es ja selber auch viel weniger, dass man mal einfach Menschen schreibt. You're das finde ich toll. You're great irgendwie. Du siehst toll aus heute. Also du kennst das auch. Du freust dich so über so einen Kommentar, wenn dann sowas mal kommt. Und man macht es viel zu selten. Und man muss das sozusagen zum neuen Default machen. Lass es uns wieder einen Pool der Kreativität und Inspiration irgendwie machen. Ich würde es neue Transparenz nennen. Das Internet wird oftmals dargestellt als interessensfreier Raum. Und wir wissen mittlerweile, es ist eben nicht so. Und wir verstehen aber als Individuum oftmals nicht, woher die ganzen Strömungen kommen und was das ist. Und ein Großteil davon ist natürlich auch noch eine Dominanz von bestimmten Technologiefirmen, die da natürlich auch kein Interesse haben, da vielleicht mehr zu tun, weil das ihr Geschäftsmodell sich vielleicht verändert. Und ich glaube, da kann man halt nur fordern. Challenge the default. Wir müssen neu die unbequemen Fragen stellen. Warum passiert das? Klarheit zu schaffen, woher kommen die Informationen, von wem werden sie gesteuert und so weiter. Da müssen wir hinkommen. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr hier gewesen seid. Danke für all eure Inspirationen, die wir jetzt ganz lange mitnehmen und weiter strahlen dürfen. Ich schicke dir immer Herzen. Ist das schon mal aufgefallen? Auch. Na klar. Ja.